Vergrößern, Verkleinern. Christopher Froome steht dicht vor seinem ersten Gesamtsieg beim Giro d'Italia. Urheberrecht Getty Images. Einen Tag nach seinem famosen Solo-Ritt wehrt Christopher Froome auf der letzten Bergetappe alle Attacken ab und geht in Rosa auf die letzte Etappe. Der Tagessieg geht an einen Spanier. Christopher Froome steht unmittelbar vor dem ersten Gesamtsieg beim Giro d'Italia. Der 33-jährige Brite vom Team Sky verteidigte das rosa Trikot auf der vorletzten Etappe am Samstag über 214 Kilometer nach Sevilla erfolgreich. Der viermalige Toursieger muss nur noch die Schlussetappe am Sonntag in Rom, 115 Kilometer, überstehen. Der Tagessieg auf der letzten schweren Bergetappe zum Fuße des Matterhorns ging an den früheren Froome-Helfer Mikel Nieve aus Spanien, der inzwischen für das Team mit Shelton Scott in die Pedale tritt. Nieve setzte sich an seinem 34. Geburtstag aus einer Fluchtgruppe ab und fuhr als Solist ins Ziel. Froome kontrollierte nach seinem denkwürdigen 80 Kilometer Solo am Freitag das Geschehen im Hauptfeld. Bei seinen Rivalen hatte die Königsetappe deutlich größere Spuren hinterlassen. Der Franzose Thibaut Pinot, Groupama FDJ, der als Gesamtdritter in die Etappe gestartet war, brach komplett ein und verlor den Podestplatz. Froome wehrt alle Attacken ab, Double nah die diversen Attacken des Titelverteidigers Tom Dumoulin. Sunweb. Auf den letzten 10 Kilometern parierte Froome zunächst mühelos, um den Niederländer dann mit eigenen Tempoverschärfungen kurzzeitig abzuhängen. Der Giro d'Italia ist die einzige große Landesrundfahrt, die Froome noch nicht gewonnen hat. Neben 4 Siegen bei der Frankreich-Rundfahrt triumphierte er einmal bei der Vuelta in Spanien. Mit dem Erfolg am Sonntag würde Froome den ersten Schritt zum seltenen Double aus Giro und Tour gehen, das zuletzt Marco Pantani 1998 glückte. Froome würde auch als erster dritter Profi überhaupt 3 große Landesrundfahrten in Folge, Tour 2017, Vuelta 2017, Giro 2018, gewinnen. Punkt. Alle 3 Grand Tours haben bisher lediglich 6 Fahrer für sich entschieden.